Er ist der Neue bei den Wasserfreunden Spandau 04. Er soll die Herren an die Spitze führen. Er soll die Mannschaft mit seinem Know-how unterstützen. Die Rede ist von Top-Trainer Athanasios Kyragias aus Griechenland. Sehr guter Trainer. Sehr hartnäckig im Training und auch im Spiel. Er ist sehr motiviert und motiviert die Mannschaft auch ziemlich. Im September noch am Beckenrand für die rumänische Nationalmannschaft bei der EM in Kroatien. Jetzt für die Spandauer in der Bundesliga im Einsatz. Der neue Cheftrainer schickt die Top 7 ins Rennen, um den White Sharks alles abzuverlangen. Spandau beginnt wie immer selbstbewusst, besonders die Angriffsmaschine Dimitri Cholot kommt in Gang. Aber sowas von. Allein 4 Treffer gehen in den ersten beiden Abschnitten auf sein Konto und so ist die 10:0 Führung zur Halbzeit auch keine große Überraschung. Ich denke, es ist ein guter Tag. In diesem Moment sind wir am Anfang des Prozesses. Wir bauen das Team von Mal zu Mal auf. Nach der Pause probiert der Grieche vieles aus. Daneben Kyragias vertreten Andrei Priotiasa, Bilal Badamassi, Roman Cepelev und Luka Masiali seit dieser Saison die Farben des Rekordmeisters. Wie soll es auch anders sein? Die Spandauer bauen den Vorsprung durch Treffer von Marin Restovic und Dimitri Cholot auf 18:0 aus. Kurz vor Schluss lasst sie die Sharks doch noch zur Entfaltung kommen. Aber das ändert nichts an dem Endergebnis, an dem deutlichen Endergebnis von 22:2. Die Jungs sind großartig. Ihr Umfeld ist sehr gut, die Einrichtung auch. Ich wurde sehr gut aufgenommen. Ich mag es einfach hier. Die Liga muss sich eindeutig von dieser Form des Rekordmeisters in Acht nehmen. Denn er ist der Neue bei den Wasserfreunden Spandau 04, Athanasios Kyragias. Er wird die Mannschaft mit seinem Know-how unterstützen und natürlich sie an die Spitze führen.